Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von der Dark Parables-Reihe. Wir spielen Dark Parables, der Fluch des Froschkönigs. Wie erwähnt, den zweiten Teil. Der Publisher ist wieder Astragon und dieses Spiel ist etwas später als Dornröschens Fluch erschienen im Jahr 2011. Deswegen kann ich auch wieder mit Fraps aufnehmen, das ist ganz gut. Und ja, ich kenne das Spiel auch nicht. Ich spiele es genauso wie alle Dark Parables-Spiele blind. Ich habe sie mir auch nie irgendwo anders angeguckt, um mir die Spannung der Märchen, wie sie hier dargestellt werden, nicht vorzuenthalten. Und habe nicht viel gerade eigentlich dazu zu sagen, außer dass ich mich sehr freue und ich hoffe, dass es etwas länger wird als Dornröschens Fluch. Vielleicht auch ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Spannung noch oder Spannungsaufbau. Und das vielleicht dann nicht ganz so schnell endet. Und dass die Rätsel sich hoffentlich nicht allzu viel immer wiederholen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem, ich glaube eher düsteren Märchen vom Froschkönig. Ja, viel Spaß! Dieser Pfad ist auf keiner Karte, doch die Dorfbewohner nennen ihn den Pfad des Froschkönigs. Der Legende nach wandelt der Froschkönig, wenn der Nebel hereinzieht, auf diesen Pfad auf der Suche nach seiner Prinzessin. Doch niemand, der ihn erblickte, ist je zurückgekehrt, um davon zu berichten. Es ist Zeit zurückzugehen, Marie. Der Kanzler wird nicht erfreut sein, wenn du so lange aufbleibst. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Hatten wir diese Statue nicht vor einer Stunde bereits passiert? Na, keine Sorge. Ich sehe davon jemanden. Vielleicht kann er uns helfen. ...24 Stunden später. Schwarzwald. Deutschland. Die Tochter des Kanzlers wurde letzte Nacht vermisst gemeldet. Von ihrem Leibwächter fehlt ebenfalls jede Spur. Wir glauben, dass ihr Verschwinden mit dem Froschkönig zu tun hat. Mehr als einmal ist er auf unserem Radar im Schwarzwald aufgetaucht. Doch sein genauer Aufenthaltsort ist nach wie vor unklar. Du hast eine Karte mit dem Gebiet erhalten, in dem sie zuletzt gesehen wurde. Es ist von größter Wichtigkeit, dass du die Tochter des Kanzlers unverzüglich findest. Viel Glück. Willkommen. Möchtest du eine kurze Einführung erhalten? Nein, möchten wir nicht. Denn ich habe schon genug Wimmelbildspiele gespielt, um zu wissen, was ich zu tun habe. Wir legen also los mit unserem Detective, den wir auch schon aus dem ersten Dark Parables Teil jetzt kennen, dem Dornröschenfluch. Und genau da geht es jetzt weiter. Ein alter Grabstein steht mitten im Weg. Ich schätze mal, hier kommt ein Wimmelbild. Genau, hier soll ich wieder suchen. Da lege ich genauso los wie in den anderen Teilen auch. Nicht wahr? So, jetzt fehlen mir aber immer noch irgendwie zwei Stücke. Wo sind die denn? Das war eines. Oh, die Musik ist aber auch schon mal schön. Ich mag das ja so gerne, wenn das so märchenhaft ist und... Ach ja, wenn das einen so gleich so ein bisschen in Bann zieht. So ein bisschen düster auch wirkt. Ich weiß leider aber nicht, wo das eine Dings hier ist. Ich weiß es nicht. Gib mir mal einen Tipp. Ach, das ist direkt vor meiner Nase. Er ist ja immer so. Das Auge übersieht das dann irgendwann. So, und was habe ich jetzt bekommen? Ich habe ein Steinemblem. Mhm. Ein großer Rabe sieht auf mich herab. Er krächzt mich an, sobald ich mich ihm nähere. Mhm. Gut, gehen wir mal weiter geradeaus. Oh, ein Frosch, auf den man stupsen kann. Ich habe eine Kunstvasensammlung, die ich anfangen kann zu sammeln. Und die Tochter des Kanzlers hat hier ihr Buch fallen gelassen. Sie muss also irgendwo in der Nähe sein.
Ich finde das ja auch schon mal interessant, dass das Ganze jetzt hier in Deutschland spielt. Dieser sterbende Baum verströmt einen faulen Gestank. Er muss von innen heraus verwesen. Das ist ja nicht so schön. Da ist schon mal ein Frosch mitten im Wald. Die Froschstatue ist bedeckt mit Dreck und Ruß. Ich muss einen Lappen finden, um sie zu säubern. Okay. Gehen wir mal hier lang. Ach, da ist noch was. Alle Sterne und Kompasse müssen bewegt werden, um dieses Rätsel zu lösen. Aber wahrscheinlich brauche ich dafür irgendwie einen Hinweis, oder? Weiß ich denn schon, wie ich das machen soll? Aha. Okay, ich glaube, ich krieg das auch so hin. Oder ich versuche es zumindest. Und jetzt gehört mir ein neuer Gegenstand. Das ist eine scharfe Sichel. Eine Laterne wankt im tosenden Wind. In dieses Baumloch wurde ein farbenprächtiges Gerät eingelassen. Dieses Gerät verfügt über zwei identische Vertiefungen. Da passt doch bestimmt ein so ein Ding rein. Nee, okay. Ach, wir haben jetzt auch hier so eine Karte. Daran sieht man schon mal, dass es ein bisschen aufwendiger jetzt gemacht ist als der letzte Teil. Und ich mag sowas ja, ne? Ich mag ja Karten haben. Um die Tochter des Kanzlers zu retten, muss ich zunächst tief in den Wald vordringen. Ja, gut, dann machen wir das mal. Komme ich hier denn noch weiter? Von dieser Klippe gibt es einen fantastischen Blick auf die Stadt. Ja, es ist sehr schön gemacht, definitiv. So, entschuldigt für den kleinen Cut zwischendurch jetzt gerade. Das liegt daran, dass ich ab dieser Stelle gerade die Aufnahme komplett nochmal machen muss. Obwohl ich den ganzen Part schon fertig gespielt hatte, hatte ich leider nicht wie gedacht die Zuweisung der Videos, wo sie hingespeichert werden bei mir, auf welche Festplatte, richtig zugeordnet. Das heißt, da war dann zu wenig Speicher in dem Augenblick und der hat das Ganze dann gar nicht mehr aufgenommen. Sehr ärgerlich, ist mir auch schon aufgefallen, dass mir es öfters bei ersten Parts von Wimmelbildspielen passiert. Tut mir leid. Ich spiele jetzt hier einfach nochmal sofort weiter. Dieser Bereich ist von dicken Ranken geradezu überwuchert. Etwas Scharfes könnte mir hier helfen. Nehme natürlich die Sichel. Ich mache das jetzt einfach eben nochmal. An dem Tor fehlt ein rundes Emblem. Passt da rein. Super. Du kannst dem Pfad nun tief in den Wald folgen. Klicke auf die Karte, um die Bereiche zu sehen, die für deine Ermittlungen wichtig sind. Machen wir das mal. Bereiche sind durch rote Sterne auf der Karte angezeigt. Diese besondere Gegend erfordert, dass sie zu Beginn des Waldes zurückziehen. Okay. Kapitel 1. Quark. Muss ich beim Quaken irgendwie gerade an Plato, den Frosch, denken aus Night of the Rabbit. Ich benötige alle 5 Kunstvasen, bevor ich dieses Rätsel lösen kann. Die steht da wahrscheinlich jetzt schon. Die anderen habe ich noch nicht, deswegen ignoriere ich das jetzt mal. Anders als auf dem vorherigen Pfad sind die Bäume hier knorrig und seltsam verformt. Da ist ein Mann oben. Warum hat er mich angeguckt? Ich habe gerade jemanden am Fenster stehen sehen. Er scheint urplötzlich verschwunden zu sein. Mhm. Eine eklige Spinne wieder, nicht schön. Und das nächste Wimmelbild. Wo ist dieses Ding hier? Da, ein Käfig drauf.
Und noch einen weiteren Frosch suche ich. Da ist der Frosch. Und ein Edelstein. Ist der hier irgendwo? Nee, der war da. Sah aus wie ein Tropfen auf einem Blatt. Gar nicht wie ein Edelstein. Geh weg. Geh weg. Das sieht aus wie Maries Schuh. Die Tochter des Kanzlers könnte im Haus eingesperrt sein. Die große Tür ist verriegelt. Ich muss irgendwie hineinkommen. Ja, verriegelt kann ich sie nie. Da ist der Lappen, den ich für hinten brauche. Denn, ach so, ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt schon vorgelesen gehabt, hier den Frosch. Weiß ich nicht, wiederhol's nochmal. Die Froschstatue ist bedeckt mit Dreck und Ruß. Ich muss einen Lappen finden, um sie zu säubern. Und dafür habe ich jetzt den Lappen. Mache ich mal eben. Und da sind jetzt so, ja, Juwele, die man einsetzen kann. Die haben wir aber noch nicht. Ich benötige einen Schlüssel. Passt der hier vielleicht? Jo, der passt. Gittersperre versperren den Zugang zur Höhle. Ich kann darunter einen Pfad erkennen. Ach so. Mhm. So, und das nächste. Ja, ich muss schon genauer hingucken wie sonst. Beim Dornröschenfluch. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Weil ich muss ja jetzt diese Aufnahme mit der alten zusammenschnibbeln und ich weiß immer nicht so genau, was habe ich jetzt eigentlich schon gesagt und was nicht. Aber so weit habe ich ja dann noch nicht gespielt. Mir fehlt immer noch so ein pinkes Dings und ein bunter Flügel und so ein graues Ding. Das? Ist das hier irgendwo dran? Wo ist denn das? Da. So, dann haben wir jetzt hier dieses Insektenteil, was wir da hinten reinstecken können. In dem trüben Wasser kann ich ein Juwel ausmachen, doch es ist zu weit weg. Quack. Gut. Das bringt mir ja nichts. Dann kann ich das ja aber hier schon mal einsetzen. Dann eben da. Habe ich jetzt hier noch nicht alles erledigt gehabt? Ich weiß es nicht. Mhm. Ah, ich kann hier wieder wimmeln. Vielleicht das Grüne noch? Ich glaube, mir fehlt noch das Grüne. Ach, und so ein Bogen. Ist der da dran? Hm, wo ist denn der grüne Käfer? Ich meine, dass ich beim letzten Mal auch dieses Ding hier gesucht habe. Da ist es, genau. Und dann der lange hier noch. Das sind so die einzigen Dinger, die ich hier sehe. Oder das Gestöck hier hinten. Und wo ist dieses grüne Teil? Das ist ja schon fertig. Das jetzt auch. Also fehlt mir nur noch das Grüne. Da, das war aber überhaupt nicht so grün hier. Eher so grau. Und jetzt haben wir hier so ein Fangnetz. Oder Fischernetz, genau. Ich gehe nochmal vorwärts. Da hinten hin. Und dann kann ich das Ding hier rausfischen. So. Schauen wir mal auf die Karte, weil das Blinken irritiert mich immer so.
Das kann ich doch jetzt beim Frosch einsetzen, oder? Genau. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Der Nebel wurde schlagartig dichter, als ich den Schlüssel zum Haus ergriff. Gut. Ja, und da sind wir jetzt drinnen angekommen. Dieser Sack wurde einmal zugenäht. Ich brauche etwas Scharfes, um ihn zu öffnen. Es scheint, als sei der Dieb hier einige Zeit gefangen gewesen. Chamäleon-Objekt gefunden. Ich kann kein Schlüsselloch erkennen. Dieses Tor muss durch einen Mechanismus geöffnet werden. Ja, man hat gerade gesehen, dass die Mary eingesperrt ist. Ich habe den Froschkönig gesehen, doch aufgrund meiner Eile und dem dichten Nebel fiel ich geradewegs in diese Falle und bin nun in einer Höhle gefangen. Genau. Und hier ist auch noch ein Rätsel. Genau. Viel Zeit habe ich aber nicht mehr. Ich versuche das jetzt mal hier schnell zu machen. Muss mal gucken. Ich glaube, hier machen wir zwei. Das passt auch. Ist aber noch nicht offen, wo es jetzt noch nicht... Da muss ja eine 4 hin. Und da muss dann eine 5 hin. Dann haben wir es. Gut. Ja, ich wusste jetzt recht schnell natürlich, was ich hier machen soll, weil ich das schon gemacht hatte. Man musste natürlich auf die Anzahl dieser Zahlen hier kommen und dementsprechend diese Würfelzahlen anordnen. Die ihr gerade gesehen. Und dann haben wir auch das Rosenemblem, was wir irgendwo einsetzen können. Mysteriöser Palast, voller unschätzbarer Reichtümer, Gerüchten zufolge unter dem Schwarzwald begraben. Mhm. Ja, hier ist dann die nächste Wimmelbildszene. Die mache ich dann beim nächsten Mal. Kann ich das Rosenemblem hier einsetzen? Nee, kann ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, beende ich mal hier den ersten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Sorry für den Cut. Ist für mich ja auch immer ein bisschen doof. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht mehr. Weil bei Wimmelbildspielen kann man ja leider nicht zwischenspeichern. Da muss man immer alles, was vorher war, nochmal machen. Gott sei Dank ist mir das jetzt beim ersten Part passiert. Deswegen war es jetzt nicht so weit nachzuspielen. Ja, ich freue mich auf den nächsten Part und finde den Froschkönig jetzt schon etwas düsterer als Dornröschen. Und mal schauen, was noch so kommen wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.